Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück zu Anno 1701, zu den Szenarien. Und wir haben in der letzten Folge das verlorene Schiff gelöst, die Santa Barbara, die Mädels und also die Frauen und Kinder zu ihren Männern gebracht, die eine neue Siedlung aufgebaut haben. Und jetzt heißt es, vom Regen in die Traufe hat, glaube ich, nichts damit zu tun, also mit der vorigen Quest zu tun. Das ist jetzt wieder was komplett Eigenständiges. Und man sieht schon den gefährlichen Vulkan, der hier ausbricht. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und ich lese jetzt einfach mal den Text vor, auch wenn das jetzt dann gleich wieder vorgelesen wird. Aber ich mache das trotzdem selber. Sie erwachen aus tiefer Bewusstlosigkeit auf einer kargen Insel. Nur langsam kehrt ihre Erinnerung wieder. Also, es hat nichts mit dem vorigen zu tun. Ein heftiges Unwetter hatte ihr Schiff schwer beschädigt, als es gegen einen Riff gesteuert wurde und sank. Konnten sie mit einigen Getreuen auf diese unwirtliche Insel entkommen. Das karge Eiland lädt leider nicht zum Verweilen ein. Ein bedrohliches Grummeln aus dem Schlund des riesigen Vulkans deutet an, dass er kurz vor dem Ausbruch steht. Jede Stunde zählt. Sie und ihre Männer müssen schnellstens wieder von hier fort. So, jetzt ist die Frage, haben wir einen Timer? Oder können wir theoretisch gemächlich dahin spielen? Und dann zum Schluss dann trotzdem es schaffen. Aber ich glaube, da ist sicher irgendwas dabei, dass wir uns beeilen müssen. Weil sonst wäre es ja kein Szenario. Also, los geht's. Sie erwachen aus tiefer Bewusstlosigkeit auf einer kargen Insel. Nur langsam kehrt ihre Erinnerung wieder. Ein heftiges Unwetter hatte ihr Schiff schwer beschädigt. Als es gegen ein Riff geschleudert wurde und sank, konnten sie mit einigen Getreuen auf diese unwirtliche Insel entkommen. Das karge Eiland lädt leider nicht zum Verweilen ein. Ein bedrohliches Grummeln aus dem Schlund des riesigen Vulkans deutet an, dass er kurz vor dem Ausbruch steht. Jede Stunde zählt. Sie und ihre Männer müssen schnellstens wieder von hier fort. Das hoffe ich. Also das glaube ich auch. Hallo. Hi. Könnt ihr mich hören? Ja. Ich bin's, Wallo, der erste Maat. Ihr wart lange bewusstlos. Okay. Habt ganz schön was abbekommen, als wir gekentert sind. Nun, wir sind alle noch am Leben. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte? Als hätten wir nicht schon genug Pech für ein ganzes Seefahrerleben, scheint der Vulkan auch noch recht aktiv zu sein. Jedenfalls grummelt's da ab und an gewaltig. Am besten beeilen wir uns, hier ein Lager zu errichten, damit wir eine kleine Werft bauen können. Dann zimmern wir ein Schiff zusammen, packen unsere 7 Sachen und verschwinden von hier, bevor wir noch alle gegrillt werden. Muss man unbedingt eine Werft basteln, um ein Schiff zu bauen? Kann man nicht gleich direkt ein Schiff bauen und dann verbissen, bevor man... Ich meine, die haben ja anscheinend alle eine Ahnung, wie man ein Schiff baut. Weil... Irgendwer von den Leuten, die man ja hat, muss ja eine Ahnung haben, wie man ein Schiff baut. Sonst kann man ja kein Schiff bauen. Von dem her frage ich mich, wieso braucht man eine Werft, wenn man nicht gleich ein Schiff bauen könnte? Okay, steigen Sie zur Zivilisationsstufe Siedler auf und errichten Sie eine Werft. Bauen Sie anschließend ein kleines Handelsschiff und fliehen Sie von der Vulkaninsel. Okay. Ich schaue gerade, haben wir einen Timer? Ja, sieht nichts aus. Okay. Gut, dann fangen wir mal an. Ich weiß gar nicht. Treibgut. Können wir nicht aufsammeln. Nicht ohne Schiff. Okay, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal sinnvollerweise, wäre es, wenn wir mit sowas anfangen. Zack. So, bald haben wir genug Holz, um uns erste Unterkünfte zu bauen. Dann sind die Leute vor dem schrecklichen Wetter hier sicher. Brauche ich das? Glaub schon, oder? Okay, dann haben wir das. Gut gemacht. Dann gleich der sowas. Fischer wird uns mit ausreichend Nahrung versorgen können. Hoffentlich. So, das war erledigt. Und dann noch gleich hier zur Holzfällerhütte. Glaube ich, braucht man auch noch einen Weg. Gut, das wäre auch. Hätten wir auch geschafft. Gut. Sobald wir genug Holz haben, können wir Siedlungen bauen. Ich weiß gar nicht, müssen wir ein Dorfzentrum bauen? Gut, stillt Bedürfnis nach Gemeinschaft. 200 Münzen, 8 Holz, 4 Werkzeug. Weiß ich nicht, brauchen wir das? Ich tue mal so, als würden wir es brauchen und würde es dann theoretisch hier hinstellen.
Was bedeutet, dass ich dann, okay, hier ein Haus hinbauen würde. Hier, so circa, würde ich die Häuser hinbauen. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Ja, ein Dorfzentrum wird benötigt. Definitiv. Okay, dann baue ich hier ein Dorfzentrum auf. Wie es scheint, sind wir nicht die Ersten, die auf diesem Stück Land gestrandet sind. Unsere Kundschafter haben einige verfallene Hütten entdeckt. Was? Entweder sind ihre Bewohner schon lange geflohen oder sie sind dem Vulkan zum Opfer gefallen. Ich glaube eher, dass sie dem Vulkan zum Opfer gefallen. So wie es aussieht, hier sieht es ziemlich verbrannt aus. Ja, gut. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, die Bevölkerung sieht es nicht aus. Jedem das Seine, ne? Okay, ich baue noch um. Ich baue noch ein paar Pionierhäuser, sonst wird das ja nichts, ne? Noch eines. Ich mache das jetzt so, wie es mir gezeigt wurde. So, einmal nach hinten. Zack. Zack. Und noch eines. Zack. Okay. So, wie es jetzt aussieht, eigentlich ist eigentlich zufrieden, muss ich sagen. Damit die jetzt aufsteigen können, brauche ich... Boah, ich sollte nicht zu viel Platz verschwenden, so. 48 Pioniere, ach du Scheiße. Okay. In jedes Haus können 8 rein, ne? Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 würde reichen. Abwarten, bis die voll sind. Okay. Warte ich mal ab, bis die voll sind. Oh, schau, wir haben einen Halbmond hier. Reicht das, reicht das Essen? Ich glaube, ne? Das Essen reicht. Ich weiß nicht, wie es hier... Wie ist Holz? Okay, Holz geht aber. Holz ist okay. 38 Pioniere haben wir schon. Willen, der Vulkan scheint bald auszubrechen. Der Rauch aus dem Krater wird immer dichter. Scheiße. Der Vulkan ist aktiv. Ja, man sieht's. Man sieht's. Ja, das Problem, ich brauche nur ein paar Pioniere. Ich glaube, 2 Schaffarme braucht man. Ich glaube fast, ich weiß gerade gar nicht. Ja. Warte, ich baue mal zuerst das Teil hier. Ich brauche es mal, ja, Platz sparen, würde ich jetzt mal behaupten. Das heißt, ja, ich baue es trotzdem hier hin. So, Schaffern. Warte, geht hier eine zweite Schaffern? Ne, hier geht keine, hier ist nicht so prickelnd. Dann mache ich es in der Richtung. Okay, so, zack. Nein! Mir fehlt Holz, ich brauche mehr Holz, verdammt. Okay, dann noch ein zweites. Zweite Holzfällerhütte. Das war jetzt eher ungeschickt, weil das jetzt das ganze Holz hier zerstört. Okay, da baue ich so. Uiuiui. Dann mache ich das so. Baue ich hier so lang. Ja, das war jetzt derbe unnötig, aber okay. Okay, perfekt. Kann man das? Das Game kann man, glaube ich, beschleunigen. Ja, wenn man auf Plus drückt, kann man das Game ein bisschen beschleunigen. Brauche ich eine zweite Schaffarm? Ist das unbedingt nötig? Ich glaube fast. Okay. Mal wieder verlangsamt. Zweite Schaffarm wird sofort gebaut. Zack. Erledigt. Ist gebaut. Ja, ich weiß, der Vulkan bricht gleich aus. So, jetzt brauche ich noch eine Kirsche. Benötigt 96 Pioniere. Hätte mir das vorher gesagt. Und baut. Okay. Los geht's. Beeil euch bitte. Bitte Beeilung. Was ist hier los? Ah, der ist zu weit. Der ist zu weit weg, glaube ich. Eieieiei. Okay, aber trotzdem, sollte trotzdem hinhauen. Er ist auch bei 4.
Eieiei. Der eine Typ kommt hier fast nicht nach, mit den Sachen abzuholen. Alter! Der übertreibt's ein bisschen. So, beeil dich mit dem Holz. Bitte. Brauch noch ein paar Pioniere. Na komm schon. Wenn ich das rundherum baue, ist schon bitter. Ach, ist egal. Das reicht ja. Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, dass das so auch geht. So, wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wir brauchen im Prinzip 6 Häuser, ne? Gott sei es gedankt. Der Vulkan scheint sich wieder zu beruhigen. Doch ich fürchte, die Ruhe wird nicht von Dauer sein. Glaube ich auch. Oh, sehr schön. Okay, Gott sei Dank. Uiuiui. Das Teil hier wird von nichts abgeholt, oder? Haben wir ein Markthaus? Markthaus können wir gar nicht bauen. Oder doch, doch, Markthaus könnten wir bauen, aber... Ja, das jetzt... Ja, wir könnten das theoretisch am Kontor gleich anschließen. Aber wir brauchen ein Markthaus, um diese Lehmgrube hier zu erschließen. Und indem er... Sobald ich genug Holz habe, stelle ich hier ein Markthaus hin. Na komm. Na komm. Hol's ab. Hol's ab, verdammt. Boah, jetzt fängt es wieder zu regnen an. Alter, der ist erst gerade... Der ist jetzt erst gerade dort. Was? Alter Schwede, beeil dich ein bisschen. Etwas schneller, bitte. Ist ja furchtbar mit dir. Der Weg ist nicht so optimal, muss ich sagen. So, langsamer wieder. Dankeschön. Dann baue ich gleich ein Wegchen. So. Rund um die rundherum um die Schafsfarm. Und sofort abholen, bitte. Dankeschön. 96. Wir müssten jetzt theoretisch eine Kirche bauen können. Jawohl. Was? Was heißt hier Hilfe? So, die Kirche würde ich gern hier hinbauen. Ich bin erleichtert. Durch das Gebet in der Kapelle sind wir voll Zuversicht, heil an Leib und Seele diesem verfluchten Ort zu entkommen. Ich glaub's auch. So. Euphorische Pioniere. Scheiße, wie ging denn das jetzt mit einem Upgrade? Gut gemacht. Die ersten Stoffe trudeln ein. Nun sollten unsere Leute auch vor unfreundlichem Wetter geschützt sein. Okay. Und jetzt? Ich kann noch keine Siedler bauen. Wie ging denn das? Euphorisch, ja, schön für euch. Ah, die Stoffe sind noch zu wenig. Ah, deswegen, okay. Ich glaube, die steigen dann eh selbst auf, wenn ich mich nicht täusche. Ja, es ist jetzt blöd, wenn ich das jetzt rumbauen muss. Aber okay. Kann ich... Ja, gut, muss jetzt aber nicht sein. So, Stoffe, wie sieht's aus? 5 Tonnen. Naja. Die Häuser sind okay. Lege ich Steuern fest. Die ersten Siedler lassen sich in ihrer Stadt nieder. Sehr schön. Ja, sehr schön. Alles okay. Das macht sich alles automatisch. Habe ich schon wieder vergessen.
Das kann man ja mal vergessen. Okay, wir brauchen eine Werft. Siedler, Alter, willst du mich verarschen? Okay, ich glaube das mal ein bisschen auf. So ein Glück. Am Strand wurde einer unserer Schiffskisten mit etwas Werkzeug eingespült. Yay. Gute Güte, der Vulkan rumort erneut. Der Teufel will sich diese Insel holen. Nichts wie weg von hier. Wir haben kein Schiff. Wir können nicht weg. So, Wachhaus brauche ich nicht. Markthaus 2 brauche ich auch. Erweitert Baubereich und insoweites Warenlager und setzt 2 Markt kann so warten. Ja, das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Für eine Werft brauchen wir wahrscheinlich eh eine Ziegel. Also Ziegel, das heißt, Lehmgrube muss sowieso her. Sehr gut. Welch ein Glück, dass die Lehmgrube steht. Bald steht dem Werftbau nichts mehr im Wege. Ah ja. Wir haben in der verlassenen Lehmgrube Werkzeug gefunden. Das muss wohl jemand dort zurückgelassen haben. Ah, okay. Sehr erfreulich. Ich brauche trotzdem noch ein paar Siedler. Es reicht einfach nicht. Wachturm. Ja, ich muss so und so einen Pionierhaus bauen. Das macht keinen Unterschied. Ah, hier ist... Ah, Mist, hier ist schon Ende. Eieiei. Hier ist schon Ende mit den Häusern. Jetzt habe ich auch kein Holz mehr. Meine Fresse. Ja, das mit Holz ist wirklich nicht so praktikabel hier. Gott sei es gedankt. Der Vulkan scheint sich wieder zu beruhigen. Doch ich fürchte, die Ruhe wird nicht von Dauer sein. Ja, ich auch leider. Ich leider auch nicht. So, ich glaube, eine Lehmgrube reicht, endlich, oder? Endlich, die Ziegelei steht. Bald können wir eine kleine Werft bauen. Wir sollten uns beeilen. Nur der Herr weiß, wann dieser vermaledeite Vulkan ausbricht. Ja, nur der weiß das. Genau. Also wir brauchen noch ein paar Siedler. Ah gut, die Siedlerhäuser können mehr Leute beinhalten. Das heißt, sobald die hier aufsteigen zu Siedlern, ich weiß zwar nicht, wann das sein wird, aber hoffentlich bald. Weiß ich nicht, ob wir da noch ein Pionierhaus bauen müssen. Weil das Aufsteigen liegt ja nur an ihnen, ne? Es liegt ja nur an den Leuten hier. Jetzt fängt das wieder an. Wenigstens löscht das den Vulkan. Nur der Regen löscht den Vulkan, das ist ja supi. So, die Ziegel bauen sich relativ gut ab. Das Einzige, was ein bisschen langsam dahin geht, sind die Siedler. Die brauchen ihre Zeit, aber es sollte sich definitiv ausgehen. Sobald wir genug Einwohner haben, also sobald wir hier 130 haben, funktioniert das Ganze. Können wir einen Werft bauen? Vorher natürlich nicht. Und ich weiß nicht, ich wüsste auch gar nicht, wie ich das jetzt verbessern oder schneller machen könnte. Außer ich zum Beispiel hier so noch ein Markthaus baue, ne? Was hier hinten steht und so ein bisschen auch. Achso, wobei das Markthaus könnte ich ja theoretisch so ausbauen, dass es sich hier erweitert, ne? Das müsste ja gehen. Ich wüsste nur nicht warum. Gut, ich weiß nicht, was man fürs Werft braucht, aber es sollte eigentlich alles passen. Also. Holz wird ein bisschen tricky, glaube ich. Holz auszubauen. Also, das alles mit Holz zu bauen, das Schiff wird wahrscheinlich Haufen Holz verschlingen. Eieiei, das könnte echt schwierig werden. Okay. Gut, der hat mal ein bisschen Holz ab. Der arbeitet auch schön gemütlich dahin. Die Steinchen, die
24 geht sich aus. Ne? Wir brauchen 130. Das heißt, noch ein paar Leute müssen noch ein bisschen upgraden. Dann können wir das die Werft hier bauen. So, zurzeit sind 113 Siedler auf der Insel. Das ist schön, nämlich ich baue kleine Schiffe, Reparatur, beschädigte Schiffe. Ja, wir haben kein Schiff, von dem her. Passt das schon. Wir werden dann wahrscheinlich fertig sein, ne? Wenn wir hier weg sind, wird es wahrscheinlich vorbei sein. Aber gucken wir mal. So, der ist auch schon wieder, ne? Der ist schon wieder voll. Na gut, voll ist er nicht, aber... Gut, jetzt kommt wenigstens ein bisschen Holz in die Hütte. Vor die Hütte oder so in die Richtung. Kann das Warenlager eigentlich voll werden? Hat das so ein Ober... Hat das so eine Oberdings? Nie, oder? Ui, wir haben bloß eins, aber nicht mehr lange. Sobald wir die Werft haben, wird es vorbei sein damit. So. Ihre Baumöglichkeiten wurden jawohl, erweitert. Die Siedler sind fertig. Das heißt, ich kann jetzt einen Werft bauen. Braucht 10 Holz und 10 Siegel. Wo geht das Holz immer verloren? Wo geht das Holz immer verloren? Die Ziegel sind fertig. Brauchen die das Holz zum Heizen oder? Ich meine, bei Banish kann ich es verstehen. Die klauen sich Kohle und alles. Aber hier bei Anno weiß ich nicht. Ist ja schon ein bisschen älter das Game, von dem her. Schau, jetzt nochmal 8 Holz. So, ich würde gern, dass du das sofort abholst. Hallo? Holz kommt nämlich jetzt und das bräuchte ich jetzt, um ein Werft zu bauen. Komm, ich finde noch ein paar Ziegel. Werft muss hier ans Wasser. Großartig. Zack. Jetzt brauchen wir nur noch ein Schiff, um von hier fortzukommen. Na toll. Ein kleines Handelsschiff, ein großes Entdeckerschiff oder ein kleines Kriegsschiff. Ich glaube, ein kleines Handelsschiff reicht, oder? Brauche ich auch 12 Holz wieder für. Ich baue mal ein Schiffchen. Ich weiß gar nicht, müssen wir das verbinden? Ich glaube nicht, oder? Ich verbinde es trotzdem mal, weil ich es toll finde. Aber... Optimieren, links verbessert die Produktivität des Betriebs. Okay. Dann holen wir ein bisschen Zeug ab. 12 Holz. Wird das automatisch gebaut? Holt sich der das vom Kontor ab oder wie genau läuft das jetzt? Sammelpunkt brauche ich jetzt nicht unbedingt. Und er ist voll. Hol ab. Hol ab. Alter, hol es ab. Eieiei. Nein. Okay. Gut, dass das keine Gebäude einreißt. Wobei das jetzt schon ziemlich weit geht, das Erdbeben. Ging vorher nicht so weit, muss ich sagen. Komm schon, ein bisschen Holz noch. Alter, du bist so langsam. Warte, ich mach da mal kurz den hier. Das Witzige ist ja, damit es schneller geht, ist es das Plus auf der Tastatur, ne? Und wenn man wieder langsamer machen kann, muss man das Minus drücken auf dem Nummernblock. Das ist auch sehr interessante Logik. Vielleicht, wenn ich den Nummernblock ausschalte, vielleicht kann ich dann über das Plus... Nee, das muss ich halten. Das ist noch langsamer. Nein! Die Werftarbeiter haben das Schiff fertiggestellt. Oh, Gott sei Dank. Endlich können wir fliehen. Ich habe bereits veranlasst, dass sich die ganze Mannschaft am Kontor sammelt und schleunigst an Bord geht. Ja, Zeit wird's. Alle Leute sind an Bord. Wir sollten schnell verschwinden, bevor der Vulkan uns doch noch erwischt. Okay. Darf ich irgendwas machen noch? Oder? Nee. Macht alleine. Okay, dann tschüss. Das war knapp. Was für ein Flammenherd. Noch ein paar Minuten länger und der verfluchte Vulkan hätte uns alle geröstet. Ihr habt uns den Hals gerettet.
Der Mannschaft und mir ist es eine Ehre, euch zu folgen. Egal wohin. Feuerspeiende Insel einmal ausgenommen. Ja, das kann ich verstehen. Okay, Spiel gewonnen. Wunderbar. Die Frames sind gerade jetzt beim Vulkanausbruch so derbe eingebrochen, aber ich glaube, das war es einfach, weil es eine Zwischensequenz, also weil es einfach eine skriptete Sequenz ist, die einfach immer startet. Okay, dann wäre das vom Regen hier drauf auch erledigt und somit auch die nächste Folge beendet. Ja. Okay. Zwei geschafft. Jetzt die nächste ist dann noch Hendrik in Nöten. Wahrscheinlich müssen wir da eine andere Insel oder einem anderen Dorf, Stadt helfen. Weiß ich nicht. Werden wir dann sehen in der nächsten Folge. Das heißt, die Folge ist jetzt abgeschlossen und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir spielen eine Runde Anno 1707 und viel Spaß bis dahin und tschüss. Bis dann. Baba.